Samstag, den 26. September, puzzelt Magdeburg um den Titel Schnellste Puzzlestadt Deutschlands. Pünktlich um 11 Uhr gibt Magdeburgs Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Regina Stieler-Hinz, in der Zentralbibliothek im Breitenweg 109 den Startschuss zum Puzzeln. Maximal 70 Personen ab 6 Jahre puzzeln gleichzeitig so schnell wie möglich. Die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sind während der Spieldauer einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Forum Spielinstitut für Spielpädagogik. Die 10 verschiedenen Motive, sowohl Kinder- als auch Erwachsenenpuzzle, stellt die Firma Schmidt-Spiele zur Verfügung. Anmeldungen zur Teilnahme sind ab sofort unter den eingeblendeten Kontaktdaten möglich.